wirklich alles zu erklären, genau, damit die Zuschauer zu Hause auch alles mitbekommen werden können. Weißt du denn, Ernest, das ist ja so, das wird es ja im Zweifel nie geben, aber was am Ende tatsächlich entscheidet? Die letzte Sache ist tatsächlich die reine Kampfzeit, ja, also sagen, wer seine Kämpfe schneller gewonnen hat. Dann kommt es auf die Zeiten an, die auch hier stehen. Ja. Aber muss ich ehrlich sagen, wusste ich nicht. Sie hören jetzt hier im Hintergrund jetzt schon Ferhat Epik, der die Zuschauer hier in der Halle begrüßt. Und wenn er gleich die Mannschaften hereinruft, dann werden wir das Wort ihm überlassen. Dann sind sie hier richtig in der Halle dabei, haben dann auch ein bisschen diese Atmosphäre, die hier schon ein bisschen jetzt brodelt. Und die Zuschauer in der Halle müssen natürlich auch Maske tragen. Klar, das ist vorgeschrieben, Abstandsregeln gelten. Und das schmälert aber hoffentlich nicht den Spaß an dem Abend. Ja. Das sollten wir hoffen, dass das... Ja. Die Mainzerbahn steht hinter uns, wir spüren es. Vielen Dank auch mit dieser Kurzfristigkeit hier in dieser Halle und allen anderen vor den Bildschirmen. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung bis zu diesem Punkt. Für die Freunde, ein toller Hinkampf liegt hinter uns. Die nächste Runde ist zum Greifen nahe. Die Ausgangslage ist denkbar gut. Genau, vielleicht können wir auch nochmal die Informationen. So ein Kampf geht natürlich nicht ohne den Kampfrichter. Heute noch nur ein Kampfrichter. Ab dem Viertelfinale vermute ich ein Dreierkampfgericht. Heute ist ein sehr erfahrener Mann hier, Uwe Manns. Ein Mann, den man oft schon hier in der Halle gesehen hat, der auch schon deutsche Meisterschaftsfinals geleitet hat. Und ja, wie wichtig ist so ein Kampfrichter? Schaut mal dahin, wer ist das? Richtet man danach seine... Weil, also man schaut selbstverständlich hin. Es gibt Ringrichter mit sehr viel Erfahrung, so wie Uwe Manns. Und es gibt auch andere mit etwas weniger Erfahrung. Einige Kämpfe sind sehr viel entscheidend davon, wie der Kampfrichter den Kampf sieht. Mag sein, dass die Trainer, die Zuschauer das anders sehen und der Schiedsrichter ist komplett anders. Deswegen ist es sehr viel davon abhängig. Aber mit dem Uwe Manns, einem international sehr erfahrenen Kampfrichter, haben wir wahrscheinlich heute einen sehr fairen Kampf, worauf ich auch hoffe. Dass die Trainer das natürlich manchmal anders sehen müssen als der Kampfrichter, auch die Kämpfer, das liegt in der Natur der Sache. Aber man sieht eigentlich nie Ringer, die nach dem Kampf allzu lang lamentieren. Das finde ich ganz, ganz bemerkenswert im Ring. Ja, das bringt auch nicht viel. Nach dem Kampf ist sowieso alles vorbei. Man kann leider nichts mehr dran ändern. Nach den 6 Minuten, falls es bis zum Ende läuft, ist das alles vorbei. Der Kampfrichter kann nichts mehr ändern. Alles, was gemacht werden müsste, müsste während des Kampfes passiert sein. Jetzt werden das unsere gut gesagt und jetzt überlassen wir das Wort. Ja, Ferhat Epik, der die Mannschaften vorstellt. Zunächst für die SV Johannes. Thank you.
Ja, da hat Ferhat Epic doch Lust gemacht auf einen Kampfabend. Mit 10 Kämpfen. Wie gesagt, nochmal, es fängt an mit einem griechisch-römisch Kampf in 57 Kilo. Dann kommen die schweren Jungs. Zweimal Freistil, zweimal Greco, zweimal Freistil, zweimal Greco und zum Schluss 75 Kilogramm Freistil. So sieht das im Rückkampf immer aus. Hinkampf war es genau andersrum. Haben diese die Stilartwechsel großen Einfluss? Und damit die erste Kampfpaarung des heutigen. Ja, normalerweise schon, weil zum Beispiel, man sieht, einer der besten Beispiele, Ahmed Dudarov, hat letzte Woche 98 Kilogramm gekämpft, kämpft diese Woche 86. Er hat nicht ganz zauberhaft die 12 Kilo abgekocht. Er wiegt normalerweise auch 86 Kilo, aber seine Technik ist so hervorragend, dass er auch in 98 treten kann. Und jetzt in der Rückrunde, dass er maximal 86 hat, kann er das zu seinem Vorteil nutzen. So, und jetzt haben wir hier Fabian Pelzer. Wie alt ist Fabian? Fabian Pelzer ist vor kurzem 14 geworden, dementsprechend auch ganz neu für die Bundesliga kämpferfähig, sage ich mal. Also 14 gegen den Aserbaidschaner Ibrahim Nurulaev, 27 Jahre alt, ein erfahrener Mann, ein, man kann es so sagen, Weltklasse-Mann. Schauen wir, was der Kampf uns zeigt. Und nur in dem Kampf geht es für den Fabian geht es hauptsächlich darum, Erfahrung zu sammeln, Bundesliga-Erfahrung gegen Top-Leute. Man sieht, er versucht, den Gegner zu kontrollieren. Wird natürlich keine leichte Aufgabe sein, mit 14 Jahren gegen so einen Erfahrenen. Man hat auch gesehen jetzt, wie einfach jetzt die Wertung für den Ibrahim war. Wenn man von dem Stand in die Bodenlage auf den Bauch den Gegner bringt, kriegt man 2 Punkte. Für eine Drehung kriegt man weitere 2. Und erst bei den Würfen aus dem Stand in die gefährliche Lage, sprich auf den Rücken, dann gibt es 4er Wertung. Und wenn man von dem Kreis rausgeschoben wird, gibt es eine Wertung. Bei 15 Punkten endet es, 15 Punkte Differenz, was möglicherweise hier gleich der Fall sein wird. Genau. Ibrahim Nurulaev macht es sich mit Rollen recht einfach. Jetzt sind wir bei der 16, der Kampf ist vorbei. Man spricht im Ringen, gibt es den nicht so schönen Begriff des Opferns, des Opfers. Du sagst ja vorhin, Fabian Pelzer ist nicht nur ein Opfer, um eine deutsche Quote zu erfüllen, sondern es gibt ihm auch Motivation für seinen weiteren Weg. Also als Joker war das ein sehr schlauer Schachzug gegen einen Topmann, einen Anfänger bzw. einen zukünftigen Kämpfer zu stellen. Einen jungen Kämpfer, ja. Ja, und jetzt sind wir auf den Kampf gespannt gegen von Abdullah Karim gegen Yusuf Şenlit. Man hört von der Nürnberger Seite, dass der Kämpfer, dass der Yusuf selbstbewusst kämpfen soll. Mal sehen, wie selbstbewusst er sein wird. Abdullah Karim auf jeden Fall eine sehr schwere Nummer. Der Kampf findet im Freistil statt. Genau, jetzt geht es weniger um Bodenlage, sondern hier geht jetzt der Angriff, darf auf alle Körperteile gehen, also auf die Beine. Ja genau, nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen griechisch-römisch und Freistil. Das sind zwar beide Sportart Ringen, aber trotzdem sehr, sehr unterschiedlich. Im freien Stil, so wie jetzt Abdullah Karim gegen Yusuf Şenlit kämpft, man darf ganze Körper für die Punktewertung benutzen. Man kann Bein stellen, Bein angreifen. Und im griechisch-römischen darf ab der Hüfte nichts mehr, also unter der Hüfte darf man nichts anfassen und auch nicht mit den Beinen arbeiten. Genau, also kein Bein stellen, das Bein nicht einsetzen. Ja. Stark ausgekämpft von dem Nürnberger. Abdullah hätte sich hier die 2 Punkte nehmen können, indem er hinter dem Gegner käme. Hat er leider nicht hinbekommen und hat
Der Grizzly-Kämpfer hat es sehr stark gemacht, sehr stark ausgekämpft. Jetzt bekommt er auch die erste Passivität. Bedeutet, dass der Mainzer der aktivere Kämpfer ist, mehr Angriffe einsetzt. Im Freistil bei der zweiten Passivitätsverwarnung muss der Kämpfer innerhalb von 30 Sekunden eine Wertung machen, sonst bekommt der Gegner einen Punkt. Beinangriff-Einsatz von Abdullah Karim, was sehr gut von dem Yusuf verteidigt wurde. Mhm. Ja, Yusuf Sendjigit reagiert bisher, finde ich, sehr gut, wehrt die Angriffe ab. Hat jetzt natürlich die zweite Passivität. Jetzt gilt das, was Ernst eben gesagt hat. Ja. In 30 Sekunden muss jetzt der Nürnberger punkten, sonst kriegt Abdullah Karim den ersten Punkt. Genau. Das macht man, damit der Kampf natürlich in Bewegung kommt, damit es nicht bei 0-0 bleibt, damit einer etwas tun muss. Im Ringen bei Unentschieden, wenn es dann 1-1 steht, gewinnt die letzte Wertung. Also sprich, es muss immer einer muss etwas tun. Es gibt kein Unentschieden im Ring. Ja, sehr gut erklärt. Oi. Jetzt eine interessante Phase jetzt. Der Schiri könnte anders Punktewertungen jetzt geben. Einige könnten vielleicht 4 Wertungen für Abdullah geben, vielleicht sogar 4 für den Blauen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß selbst nicht ganz genau, was ich jetzt hier werten würde. War eine sehr komplizierte Situation. Aber man sieht, dass der Yusuf auf jeden Fall nicht aufgeben will. Will es Abdullah nicht leicht machen. Also es gab eine Zweierwertung für Abdullah Karim für den Überwurf, aber wie Ernest sagt, der Nürnberg hat eigentlich sehr gut gekontert, hätte also auch aus seinem Verständnis Punkte bekommen können. Jetzt hier haben wir wieder diese Lage, jetzt hat Abdullah Karim die Kontrolle über seinen Gegner gewonnen, ihn zu Boden gebracht in Bauchlage, das gibt abermals 2 Punkte. Ja. Jetzt versucht er einen Durchdreher, aber der Versuch kommt zu spät. Ja. Pausenstand 4-0 für Abdullah. Ein spannender Kampf. Grundsätzlich geht Abdullah am meisten vor, versucht die Angriffe durchzusetzen, aber wird dementsprechend auch sehr gut von dem Nürnberger gekontert, beziehungsweise der Nürnberger kämpft sehr gut aus, lässt nicht nach und versucht so wenig wie möglich abzugeben. Also der erhoffte und erwartete recht offene Kampf mit Vorteilen für Abdullah Karim, klar. Aber da dürfen wir uns noch auf weitere, hoffentlich 3 Minuten freuen. Ja. Man kann an beiden Kämpfern leicht erkennen, dass sie etwas müde werden. Die können sich noch mehr oder weniger gut bewegen. Heißt, die sind nah dran, müde zu werden. Die sind noch frisch, aber das dauert nicht noch lange. Ja, das ist ja das, was viele denken. Ja, was sind denn 2x3 Minuten? Ja, Fußballer rennen 2x45 Minuten. Aber man rennt eben hier nicht, sondern man ist 3 Minuten in Körperkontakt quasi. In Greco noch mal vielleicht etwas heftiger. In Freistil hat man immer mal eine Pause, wo man mal die Arme lockert. Ja, die 30 Sekunden. Ich sag von meiner Erfahrung, die 3 Sekunden bringen fast gar nicht. Ja. Da kannst du vielleicht 30 Sekunden die Luft ein bisschen wieder in deine Lungen kriegen, aber die sind innerhalb von weniger Sekunden der nächsten Phase wieder weg. Ja, ich versuche es Leuten zu erklären, die noch. Oh, jetzt haben wir Abdullah Khan kam zu den Beinen. Starker Technikansatz von Abdullah Khan hat die Ferse angegriffen und damit den Gegner nicht die Möglichkeit gegeben, seinen Stand festzumachen und der Bein war weg und er lag dann auf dem Boden. Ja, wir sind also bei 6-0 Zwischenstand. Das gäbe derzeit 2 Mannschaftspunkte. Bei einer 8-Punkte-Führung gäbe es den 3. Punkt. Das ist das, was jetzt Abdullah Karim natürlich als nächstes Ziel hat in den verbleibenden 1 Minute und 35 Sekunden Kampfzeit. Um nochmal darauf zurückzukommen, ich versuche es immer Leuten, die noch nie auf einer Matte standen, zu erklären. Was die Anstrengung ist, stell dich mal 3 Minuten an eine Wand und probiere eine Wand wegzuschieben. Und diese Anstrengung ist ein bisschen was Ringen an Anstrengung ist. Tatsächlich im Körperkontakt mit einem Gegner Das ist aber noch die Hälfte der Aufgabe.
Du musst auch noch vorstellen, dass die Wand zurückschiebt. Du musst noch auch den Schub halten. Das ist sehr, sehr schön formuliert. Ja. Ja. Und sie zerrt noch an dir, sie drückt an dir, sie zieht mal deinen Arm weg und solche Dinge. Das macht eine Wand tatsächlich nicht. Ja. Abdallah Karim hat jetzt seinen Gegner zur Mattenflucht getrieben. Also hat das die war Matte noch verlassen. Keine Mattenflucht? Ja, also die Matte verlassen. Entschuldigung, das gibt nur einen Punkt. Mattenflucht wären zwei Punkte, richtig? Ja, richtig. Bei der Mattenflucht bekommt der Gegner bzw. der Kämpfer Verwarnung und der Gegner wird mit zwei Punkten belohnt. Hier könnte Abdallah mit einem Beinangriff-Ansatz den Gegner aus der Zone rausbringen. Man hat gesehen, wie der Nürnberger es versucht hat, in der Zone zu bleiben. Doch der Schiedsrichter stand ganz nah und hat gesehen, dass er schon außen war. Ganz starker Ansatz, aber noch besserer Konter von Abdallah und holt er damit die zwei Punkte und ist damit mit neun Punkten in der Führung. Jetzt sogar mit 11. Das ist das Schöne am Mannschaftsringen. Ich sage mal, in einem internationalen oder einem Turnierkampf hätte Abdallah wahrscheinlich mit 7:0 jetzt die letzte Minute ruhig runtergerungen. Hier gibt es eben die Motivation für mehr Mannschaftspunkte, richtig. Mit einem 8. Punkt, einem 9. Punkt. Jetzt sind wir bei 11:0 Mannschaftspunkte noch einzufahren. Ja. Versucht er es jetzt noch auf 15 zu kommen? In 20 Sekunden? Ist nicht zu ausschließen. Er ist zwar müde, man merkt das an seinem Atem, also als Ringer hat man einen bestimmten Blick dafür. Man erkennt, wenn anderer müde ist, aber ich denke jetzt in den 10 Sekunden mit 3 Punkten kann er auch sehr zufrieden sein. Gute Leistung von beiden. Und damit endet der Kampf mit 11:0 Führung für Abdallah. Aber auch für Yusuf Serincin muss man natürlich auch klar sagen, er hat die volle Kampfzeit erreicht. Das ist für einen Ringer schon mal auch ein Erfolg. Ringen ist ja nicht nur Sieg, Niederlage, sondern auch, dass man eben nicht technisch überlegen verliert, dass man nicht auf Schultern ist. Deswegen großen Respekt auch für den Nürnberger. Ja. Bei manchen Kämpfen einfach durch die zwei Runden zu kommen, bedeutet fast wie ein Sieg für, vielleicht nicht für die Mannschaft, aber dafür für den Kämpfer selbst. Man weiß, dass man zu 100% Gas gegeben hat. Man hat es dem Gegner nicht leicht gemacht. Und jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt kommt es zum Duell zweier Eigengewächse. Ja. Ashot Shabazyan für die Mainzer, Jahrgang 2001. Sehr interessanter Kerl, aus Armenien nach Deutschland gekommen, N4-Status. Vor drei Jahren ganz toll auf der 88er Bühne aufgeschlagen mit tollen ersten Kämpfen. Er kämpft gegen einen fast gleichaltrigen, 2 Jahre älter, Maximilian Gerlach. Auch mit minus 2 Punkten ein Eigengewächs. Also das kann in der Zukunft ein guter Kampf werden, weil beide sich wahrscheinlich als Ziel haben, auf der deutschen Bühne und auf der internationalen Bühne zu steigen. Und jetzt sehen wir schon einen Einblick in die Zukunft, würde ich sagen. Ja. Wir sind wieder im Freistil, das sehen wir ja schon, wieder Versuche an die Beine zu kommen. Ashot Shabazyan greift nach den Beinen, hat etwas längere Reichweite, würde ich sagen. Ne? Ja. Das hat mit seinen Armen vielleicht Vorteile, die er auszuspielen versuchen wird. Ja. Auf jeden Fall, Ashot Shabazyan ist ein sehr explosiv, so wie man jetzt sieht. Ein ganz starker Beinangriff und er versucht von der Beinschraube. Beinschraube ist ein Griff, in dem man die Beine des Gegners kreuzt und versucht, ihn zu drehen. Und das tut, wenn man den Griff bis zum Ende ansetzt, es tut so stark weh beim Gegenhalten, sodass man das mitgehen muss, damit die Schmerzen weg sind. Der Ansatz war gut, die Verteidigung war besser. Der Nürnberger konnte die Beinschraube verteidigen und kam jetzt nur mit 2 Punkten von Ashot Shabazyans Angriff durch. 2:0 für Ashot Shabazyan, weil der Gegner kurz unaufmerksam war, ihnen die Lücke gegeben hat, dass er an die Beine kam. In sehr schnellem Abtauchen. Ja. Eine Technik, die Ashot Shabazyan mag. Jetzt gewinnt er die Kontrolle über seinen Gegner. Weitere 2 Punkte. Ja. Ja, jetzt sieht man auch schon, er hat seinen Gegner schon ein bisschen müde gerungen, sag ich mal. Ja. Wenige Aktionen im Ringen reichen aus, um die Kämpfer komplett aus der Puste zu bringen. Und dafür müssen die täglich mehrmals, aber ganz wichtig, täglich zu trainieren. Ashot Shabazyan ist auch in der Saison wieder fitter geworden. Er hatte Anfang, glaube ich, ein bisschen Probleme gehabt mit Konditionen. Ist jetzt ganz klar Formkurve nach oben, oder?
ja, er wird immer fitter, dafür arbeitet er auch so hart, wie ich ihn jeden Tag im Training sehe. Einer der hartnäckigsten und am härtesten arbeitenden Jungen beim Training. Aber was er immer in den Kämpfen bewiesen hat, war, dass er ein Kämpferherz hat. Egal gegen wen er gekämpft hat, hat man in der Saison gesehen. Zum Beispiel gegen einen sehr starken Cengiz Han Erdogan hat er sehr guten Kampf gekämpft. Hat sein Kämpferherz gezeigt und hat weitere internationale Top-Männer gekämpft. Hat nie aufgegeben und jetzt versucht er, die 3 Mannschaftspunkte sichern. Er hat den Arm jetzt fest. Ja. Darum geht es beim Ringen. Jetzt mit einer weiteren Drehung hat er die 4 Punkte gesichert. Aber ich denke, die 4 Mannschaftspunkte werden kommen. Es ist über eine Hälfte noch Zeit und er steht 14-0. Eben jetzt Abklemmen des Armes, es geht ja beim Ring noch darum, die gegnerischen Waffen sozusagen zu minimieren. Ja. Wenn man einen Arm vom Gegner im Griff hat, hat der Gegner eine Waffe weniger und damit wird er verteidigungsunfähiger. Ja. Jetzt kurze Unterbrechung. Damit Schnürsenkel. Die Schnürsenkel, ja genau. Des Nürnbergers gefestigt werden. Ist zwar auch eine Gelegenheit für weitere Sekunden für beide Kämpfer etwas Luft zu holen. Ja. Aber ich so denke, wie ich jetzt die Situation von beiden, also die beiden Kämpfer anschaue, ich glaube, die Luft braucht der Maximilian mehr als Aschot. Aber jetzt rettet er es vielleicht damit noch in die Pause. Die nächste Wertung wäre Ende des Kampfes. Ah, ja, da haben wir es dann doch schon. Ging noch schneller, als man es ahnt. Ja, souveräne Leistung von Aschot Shabazzian. Ja. Man darf auch nicht vergessen, für Kämpfer gerade dieses Alters, wie Aschot Shabazzian, Maximal Gerr, war natürlich die Corona-Pause auch Gift. Ja, also Aschot Shabazzian war damals richtig gierig und dann auf einmal ein Jahr ohne Wettkämpfe. War sicherlich auch schwierig, die Motivation immer aufrechtzuerhalten. Genau. Aschot ist motiviert immer und Corona war jetzt für solche Kämpfer, für solche Sportler wie ihn ein Schlag in die Tiefe. Aber wie man sieht, er und ich, wie ich gesehen habe, auch Maximilian geben weiterhin Gas und wollen die Zeit, die sie durch Corona verloren haben, wieder zu gewinnen, um sich weiterhin zu verbessern. So, jetzt sind wir bei 98, griechisch-römisch, Stilartwechsel. Edgar selber gegen Erkan Çelik. Die beiden kennen sich aus der Jugend, Jugendturnieren bestimmt ganz gut. Ich habe auch die Kämpfer der Nürnberger gesehen. Erkan Çelik hat, wenn ich mich nicht täusche, sogar alle Kämpfe in der Rückrunde gemacht. Oh, was ein starker Griff. Eine souveräne Technik von Edgar Sever. Das hat nur Edgar vorkommen sehen. Da bin ich mir sicher. 4 Punkte hat er schon jetzt. Und jetzt geht es darum, den Gegner auf Schultern zu zwingen. Ist das jetzt nur eine Frage der Zeit oder kann sich Erkan Çelik noch herauswinden? Gibt es noch eine Chance für ihn? Ganz schwierig. Man sieht, dass die Brücke immer weiter unten geht. Die beiden Schultern kommen bald auf den Boden. Es ist unfassbar schwierig, wenn er da rauskommt. Das ist nur die Wille. Aber so wie man sieht, ja, es ist ja vorbei. Das war's. Und der neue Klassenkampf von Edgar. Er hat Erkan Çelik wurde da überrascht von Edgar Sever. Hat sich tapfer gewehrt. Die Brücke hielt fast eine Minute. Das ist enorm schwer. Ja. Und ich habe Ihnen gesagt, den Griff hat nur Edgar kommen sehen. Ich glaube, keiner hat darauf erwartet, weil vor allem in der schweren Gewichtsklassen erwartet man nicht während des Kampfes solche Würfe, so wie man jetzt gesehen hat. Ja, die Brücke ist natürlich in Deutschland berühmt geworden durch Pasquale Passarelli 1984. Es gibt im Ring diese ikonischen Momente, diese Ikonen an Bildern. Es gibt natürlich den Kran von Schifferstadt, damals 72. Und es gibt die Brücke von Passarelli. So lange hielt jetzt Erkan Çelik nicht durch, aber trotzdem also tapfer verteidigt. Edgar selber aber sich den Schultersieg verdient. Wir sind also beim Gesamtstand von 11-4 für die Mainzer. Damit kann man eigentlich auch schon sagen, eigentlich ist das Viertelfinale schon so gut wie sicher. Noch nicht rein rechnerisch. Ja, rein sollten rechnerisch. Die Nürnberger die restlichen 6 Kämpfe gewinnen, wären sie natürlich mit 4 Punkten gewinnen, dann wären sie immer noch bei
28:11, das würde natürlich langen, aber das ist, muss erstmal erreicht das werden. Das ist reine rechnerische Theorie. Aber wir sind ja beim ganz tollen Kampf. Ja. Den hatten wir angekündigt. Dennis Menexe für Nürnberg, seit 7 Kämpfen in der Bundesliga ungeschlagen. Hat eine Siegesserie von 7 Kämpfen, wie du gesagt hast. Und damit für den 8. Sieg muss er den Elchin Ali schlagen. Sag etwas zu Elchin Ali. Ein türkischer Kämpfer, trainiert anbei mit Burhan Akbutag, Ahmed Yilmaz und anderer unserer Top-Kämpfer. Ist sehr stark, hat sich vor, ich glaube, 2 Monaten ungefähr gegen hat sich gegen den Aserbaidschaner Nikolai? Nein, der erste. Azizli. Ja, hat sich gegen Azizli sehr gut geschlagen, durch die vollen 6 Minuten, was auch so gut wie die Hölle ist im Ringen, 6 Minuten lang zu kämpfen und vor allem gegen so einen Mann wie Azizli. Wir haben jetzt hier ein klassisches Greco-Duell, 2 ausgeglichener Kämpfer. Es geht jetzt darum, wer ist aktiver, wer zwingt den Gegner in die Bodenlage. Der Schiedsrichter Uwe Manns zeigt an, Dennis Menexe ist Arm geht etwas raus. Passiver. Damit Bewegung reinkommt, muss jetzt Dennis Menexe auf den Boden und Elchin Ali darf versuchen. Also bei Passivität bekommt der aktivere Kämpfer die Wahl, ob der Kampf weiterhin in der Bodenlage geht oder bleibt im Standkampf. Normalerweise entscheiden sich auch die Kämpfer für den Bodenkampf, damit die weitere Wertungen erzielen können. So wie jetzt auch den Elchin Ali Punkt gemacht hat. Er aber schon Elchin Ali. Ja. Jetzt geht es für Dennis Max darum, zu versuchen, eine Drehung zu verhindern oder einen Ansatz Aufheber. Für die Drehung. Er verteidigt gut. Menexe, gute Verteidigung. Aber jetzt wird. Jetzt muss er aufpassen, damit er keine Arbeit, Beinarbeit macht. Hier erreicht Punkte, er. 2 Punkte zeigt Uwe Manns an. Also die Drehung zwar nicht durchgedreht, aber über den Scheitelpunkt. Genau, ja. 2 Punkte, 3:0 für Elchin Ali. Aber Dennis Menexe ist noch lange nicht geschlagen. Also er verteidigt sich weiter gut. Ja. Sehr starker Heber. Den hatte ich jetzt nicht mehr erwartet. Das jetzt nicht also Menexe schafft. Versucht die Hüfte zu greifen. Das sind 4 Punkte. Wenn man Punkte. Die gegnerische Hüfte greift, ist es deutlich schwerer. Aber da er mit dem Kopf so weit unten war, konnte der Elchin den Wurf durchsetzen. Mhm. Und das war souverän durchgesetzt. Damit hat er auch die 5 Punkte geholt. Und jetzt, das ist jetzt etwas, was in einem Kampfsport nicht sein soll. Meiner Meinung nach, wenn man absichtlich so Kopfschläge verpasst. Ich finde, das muss nicht sein. War das absichtlich? Das also hast du als Ringer eindeutig gesehen. Also man hat die Bewegung nach hinten und nach vorne gemerkt, wie der den Schlag, sag ich mal, ausgeholt hat. Ich finde, das muss nicht sein. Das hat jetzt auch gemerkt. Bei Elchin merkt man, dass es ihm wehgetan hat. Liegt jetzt auf Boden. Die Verletzungszeit läuft. Ja, ich sehe jetzt den Blick von Dennis Menexe an, da sieht, glaube ich, auch, dass er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Wir hören hier, er fragt seinen Trainer, er hat keinen Griff, er kriegt seinen Gegner nicht zu packen. Ja. Er ist natürlich für ihn schwierig, er ist jetzt schlecht in den Kampf gekommen. Elchin Ali hat ihn nach einem sehr langen Bodenkampf ausgehoben, das ist sehr bemerkenswert. Jetzt gibt es die Entschuldigung, faire Geste, die Sache ist dann auch bei Ringern vergessen, oder? Bis zum Ende des Kampfes, nein. Okay. Jetzt ein sehr starker Ansatz für den, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Schiri meint damit, aber die Kopfklammer ist tief, der Arm ist an seinem Kinn, aber gute Verteidigung von Elchin Ali. Jetzt hat er selbst einen sehr starken Griff. Ob er damit Punkte erreichen kann, leider nicht. Jetzt sind die man sieht, dass jetzt Feuer drin im Kampf. Ne? Also auf jeden Fall. Wir haben es auch angekündigt. Wird spannend. Jetzt Pausenstand 9:0 für Elchin Ali. Und er ist noch 10 Sekunden vor der Pausenende auf der Matte. Ja, Dennis Menexe will ein Zeichen setzen, klar. Ja. Aber ob ihm das gelingen wird, man wird sehen. Elchin Ali wird sich davon nicht beeindrucken lassen, vermutlich. Ja, da geht es jetzt um Zentimeter und schiebt die auf seine Position. Das sind kleine Platzhirschkämpfe. Ja.
Es ist was möglich, versucht Dennis Menexe da immer die Klammer am Hals? Der probiert seinen Gegner damit in seine Position zu bringen, in der er dann... Es gibt Würfe, die man aus der Kopfklammer machen kann. Die sind meistens Viererwertungen, weil die noch stärkere Würfe sind. Und andernfalls, der kann auch versuchen, die Verteidigung des Gegners, indem er versucht, hochzukommen und Lücke zum Angreifen an die Hüfte gibt, das kann man ausnutzen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten und im Ringen, es ist fast wie Schach, man muss einige Schritte vorhersehen und einige Schritte vorher planen. Und jetzt, so wie man sieht, ist Deniz Menexe sehr aktiv. Ich gehe stark davon aus, dass Elchin Ali gleich die Passivität bekommt. Ja, der rote Arm geht raus. Passivität für Elchin und ein Punkt für Menexe. Jetzt bin ich gespannt, wie der Bodenkampf ausgehen wird. Offizielle Fans, unterstützt unseren Ringer hier in der Bodenlage. Ja, hier geht es um jeden Millimeter, wo der Arm liegt, wo die Möglichkeit ist, zuzupacken. Er probiert es wieder mit einer Kopfklammer. Ja, jetzt muss der verteidigende Kämpfer den Griff zulassen. Er darf es nicht mit eigenen Händen blocken. Ja. Das ist nicht erlaubt. Und jetzt hat er souverän verteidigt und der Kampf muss in Sehr schnell wieder zum Aufstehen gebeten, der Kampfrichter, oder war das in Ordnung? Bitte, er hat sehr schnell zum Aufstehen gebeten, hat Dennis Menexe nicht viel Zeit gegeben. Ja. Das ist auch bei vielen Schiedsrichtern immer anders. Viele geben viel mehr Zeit, was auch nicht sein darf. Ich denke, er könnte noch einige Sekunden warten. Aber wenn man sieht, dass... Boah, das war aber souverän. Abgetaucht. Dennis Menexe ins Leere laufen lassen mit seinem Angriff. Die Bewegung war. Ja. Man kann sagen, dass es ein Weltklasse-Kämpfer ist. Die Bewegung war so geschmeidig. Kaum Kraft benötigt, der Gegner ist fast über dich selber dann runtergefallen, muss man sagen. Das ist die hohe Kunst des Ringens, den Gegner ins Ohne Leere laufen Kraft. Zu lassen, sozusagen die Kraft des Gegners zu nutzen für die eigene Aktion. Das ist das, was Ringen besonders ästhetisch macht. Ganz genau. Und so ästhetisch wie es aussah, hat man gerade gesehen. Weiterer Ansatz an Kopfklammer, das ist ein sehr unangenehmer Griff. Da lässt sich Elchin Ali zu oft in die Situation bringen, für meine Empfehlung. Ja. Ist das ein Schwachpunkt bei ihm? Ist er da überrascht? Oh, das ist jetzt sehr schlecht. Ja. Jetzt hat Dennis Menexe seinen rechten Arm von Elchin Ali. Ja. Eigentlich die Chance zu drehen, aber er schafft es nicht. Ja. Er müsste dann eher versuchen, die andere Seite zu drehen, wo der Gegner auch die Verteidigung nicht durchsetzen kann. So bleibt es bei 2 Punkten, die er errungen hat. Es steht 3-11, beziehungsweise 11-3 für Elchin Ali. Das wären jetzt weitere heiße 40 Sekunden. Jetzt weiterer Kopfklammeransatz. Und ich denke, das wird damit enden, dass Menexe noch 2 Punkte holt. Und das holt er auch. Kopfklammer jetzt in dem Kampf auf jeden Fall Schwachstelle von Elchin Ali. Ja, und Dennis Menexe bleibt bei seiner Strategie. Jetzt. Ja, jetzt da, ist, auf da ist leider Seiten sehr Beschwerde. Viel Feuer drin. Dennis Menexe hat seinen Gegner nicht losgelassen. Das hat Elchin Ali provoziert. Er muss aber auch jetzt in dem Fall auch nicht schlagen. Ja. Aus meiner Perspektive waren 2 Arme am Hals, was auf keinen Fall sein darf. Man darf mit 2 Armen den Hals und ein Arm muss dabei gefasst werden. Und man hat gesehen, bei Elchin waren beide Arme frei. Ich weiß jetzt nicht, was genau der Dennis Menexe hat. Ja. Also der Schiri hat es auch lange genug gehalten, damit man das hört. Ja. Auch wenn die Trommeln sehr laut sind, man hört den Pfiff auf jeden Fall gut genug. Was hat er jetzt angezeigt? Ich glaube, dass sein Tape ausrutscht. Vielleicht hat er Probleme mit den Fingern und er muss sie tapen. Und ich glaube, 11-7, noch 10 Sekunden. Dennis Menexe versucht alles, das muss man auf jeden Fall. Also mit einer Viererwertung wär er, glaube ich, der Sieger. Aber damit hat es sich auch jetzt erledigt. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr heißer Kampf. Der geht bald. Ein Kampf. Das ist Sport. Also sehr viel Feuer. Ja. Elchin Ali hat seine Enttäuschung gezeigt, was ihm im Kampf nicht gefallen hat, indem er mit dem
Finger auf den Gegner gezeigt hat. Aber nachdem Menexe sein Tape auf den Gegner geworfen hat, was ich, muss ich ehrlich sagen, auch nicht so ganz sportlich halte, blieb Elchin trotzdem sportlich und hat in beiden Trainerrichtungen, Trainerecken gezeigt, dass alles in Ordnung ist. Er hat den Gegner umarmt und mit dem spektakulären und sehr heißen Kampf gehen wir jetzt in die Pause und freuen uns auf 5 weitere Kämpfe. Ja, also 13:4 steht es für Mainz 88. Ganz theoretisch ist die Viertelfinalqualifikation noch zu nehmen. Es kann noch 20:13 ausgehen für Nürnberg. 24:13 natürlich. Das würde also lang, aber wie gesagt, das ist sehr theoretisch. Aber wir haben einen bisher schönen Kampfabend gesehen mit eben einem Kampf mit sehr, sehr viel Feuer. Ein Kampf mit tollen Aktionen. Wir haben Edgar Sever gesehen, der einen sensationellen Überraschungsangriff gelandet hat. Auf jeden Fall. Und also das ist das, was wir auch bei den Playoffs immer wünschen. Spektakuläre Kämpfe, spektakuläre Würfe und Spannung bis zum letzten Pfiff. Was man auch jetzt in diesem Kampf von Elchin Ali und Dennis Menexe gesehen hat. Kampf mit sehr viel Feuer, mit sehr vielen Aktionen. Ich hoffe, so geht es nach der Pause weiter. Genau, wir machen nämlich jetzt auch mal eine kurze Pause. In circa 25 Minuten geht es weiter. Wir melden uns einige Minuten vorher. Sagen wir mal kurz, was noch zu erwarten ist heute. Es geht weiter nach der Pause mit dem Kampf Ahmed Dudarov gegen Franco Besold. Klarer Favorit Ahmed Dudarov. Ja, Ahmed Dudarov, ein Edeltechniker. Da können wir wieder tolle Aktionen erhoffen, genauso wie bei Alexander Semisorov gegen Tim Stadelmann. Sicher der ausgeglichenere Kampf, so erwarte ich es zumindest. Ja. Revanche von vergangener Woche. Natürlich immer spannend im Ring, wenn man sich zweimal direkt gegeneinander wieder sieht. Da will Tim Stadelmann für die Nürnberger sicherlich ein bisschen was gut machen. Genau, dann haben wir Matthäus Wolny, toller Greco-Ringer, der gegen Michael Lutz in den Ring steigen wird. Genau. Hat weitere Gelegenheit, sich zu zeigen, was er drauf hat. Und die beiden Kämpfer, wie man sieht, es wird meiner Meinung nach kann auch ein ausgeglichener Kampf sein. Auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen muss. Genau, dann haben wir Ruhla Gürler, der länger Zeit nicht mehr gesehen wurde auf der Matte in Mainz. Einige Kämpfe die Saison hatte, aber jetzt für die Playoffs natürlich da ist. Ein 75-Kilo-Mann der deutschen Spitzenklasse. Eine Geheimwaffe der Mainzer, auch mit nur einem Punkt. Damit sehr, sehr wertvoll in den Playoffs. Und dann ihn sehen wir gegen Michael Jano. Und im letzten Kampf des Abends dann nochmal sicherlich viel Feuer drin. Ibro Čaković gegen Tim Miller. Tim Miller will seine tolle Saisonbilanz auf Nürnberger Seite sicherlich ausbauen, auch wenn es dann vermutlich nicht mehr ums Weiterkommen geht für seine Mannschaft. Und Ibro Čaković will wie vergangene Woche zeigen, dass er ein Playoff-Kämpfer ist. Ja. Auf den letzten. Und es geht ja auch darum, sich für die kommenden Wochen zu bewerben und bewähren. Genau. Ne? Also die Leistungen der Trainer schauen hin, David Bicinashvili, auf wen er bauen kann. Ibro Čaković weiß ja seit vergangener Woche, dass er viele auf ihn bauen kann. Und wenn er heute hier nochmal einen tollen Kampf leistet, wird ihm das mit Sicherheit auch den einen oder anderen weiteren Einsatz bescheren können. Das kann sehr gut möglich sein, ja. Also bis zum Ende muss man dranbleiben, damit man keine spannenden Kämpfe verpasst. Genau, dann verabschieden wir uns mal kurz, trinken auch mal einen Schluck Wasser und dann kommen wir wahrscheinlich zurück mit einem Interviewpartner. Seien Sie gespannt, wen wir hier in der Halle auftreiben können. Vielleicht ein bisschen Einblick aus der ersten Hälfte bringen können und dann hoffen wir, dass Sie auch in der zweiten Hälfte noch viel Spaß haben hier aus der Halle am Großen Sand in Mainz, der Heimstätte des ASV Mainz 88 beim Kampf im Achtelfinale Playoff der Deutschen Ringerbundesliga gegen die Nürnberg Grizzlies. Es steht 13:4 nach dem Hinkampfsieg der Mainzer, deutet alles auf ein Weiterkommen der Mainzer hin, aber wie gesagt, wir bieten noch guten Ringkampfsport in der zweiten Hälfte. Seien Sie auch dabei. Bis gleich. Bis gleich.
Ja, wir melden uns wie angekündigt zurück aus der Pause, aus der kurzen, und haben einen Gast, einen Akteur der ersten Halbzeit, einen Hauptakteur, Ashot Shabazyan. Toller Kampf, schöner Sieg, toller Auftakt in die Playoffs. Ja, das kann man so sagen, denke ich. Auch wenn jetzt Vorkampf ja, nicht so gelaufen, wie es heute war. Ich hatte auch einen sehr guten Gegner, erfahrenen Gegner. Aber ich denke, ich persönlich kann mit meinen heutigen Ergebnissen zufrieden sein. Ja, letzte Woche Wladimir Dubov, ein international sehr, sehr erfahrener Mann, dem du aber in der Bodenlage gerade getrotzt hast. Da ist er eine sehr explosive Gewalt. Ja, also er hat dich ja nicht zum 15 Punkte getrieben. Also es wird schon als kleiner Erfolg auch gesehen, dass du da... Ja, natürlich. Ich denke auch aus Mannschaftssicht ist es immer gut, wenn ein -2, jemand, der -2 bewertet wird, gegen einen 5-Punkte-Mann, der eben auch ein Wladimir Dubov heißt, nicht 15-0 gleich verliert, sondern auch mal dagegen hält. Aber trotzdem hätte ich persönlich vielleicht, wenn ich im Nachhinein meinen Kampf gesehen habe, habe ich trotzdem mal einige Fehler entdeckt, woran ich arbeiten muss. Klar, es könnte schlimmer werden, aber ich denke, ich sollte mich damit nicht zufrieden geben, sondern trotzdem auch die Fehler arbeiten. Nicht zufrieden geben ist ein gutes Stichwort, bevor gleich Ernest noch mal fachlich in den Kampf heute einsteigt gegen Maximilian Gerlach. Du bist vor 3 Jahren richtig auf der 88er-Bühne aufgetaucht, ja, vor 2 Jahren, und dann kam, denke ich mir einfach, für einen Mann in deinem Alter die Corona-Pause natürlich denkbar zum schlechten Zeitpunkt. Also gerade dann, wo man Feuer gefangen hat, Wettkampfpause, kann man das ein bisschen deuten. Du hast ein bisschen Schwierigkeiten, wieder so zurückzukommen jetzt in diese alten leidenschaftlichen Kämpfe, die du damals gezeigt hast, in denen du einen sehr schnellen Publikumsliebling wurdest. Ja. Bist du jetzt auf dem richtigen Weg? Bist du jetzt wieder da? Das hoffe ich mal, wenn ich das so sagen kann, weil die Corona-Pandemie, vor allem die Lockdowns, die dann kamen, haben mein Momentum, mein Anlauf, den ich genommen hatte in der Bundesliga, ein bisschen unterbrochen, ein bisschen viel, weil ich bin kein Kaderathlet, zwar bin ich in Landeskader, aber nicht Nationalkader, und deswegen war es für mich nicht möglich, in diese Lockdown-Zeiten zu trainieren, auf der Matte zu trainieren natürlich. Auch nicht und, mit den entsprechenden Gegnern. Ja, genau, und das hat mich schon dann ein bisschen zurückgeworfen. Es war dann, zum Glück könnte ich dann noch ein bisschen rechtzeitig dann auf die Matte wieder anfangen, konnte wieder in Form kommen ein bisschen, aber dadurch, dass auch die Wettkämpfe ausgefallen waren, konnte ich mich auch schlecht messen, ob wie gut ich jetzt bin, wie schlecht ich jetzt bin. Aber ja, und dann haben die ersten ersten Wettkämpfe gezeigt, dass es doch ein bisschen geschadet hat, dieser Lockdown. Aber jetzt durch Bundesliga bin ich wieder froh, wieder auf der Matte zu stehen, wieder vielleicht vor Publikum und vielleicht gegen auch erfahrene Ringer wie Wladimir Dubov oder Nationalathleten wie Viktor Lützen oder so zu kämpfen, um mich eben messen zu können, wie mein Rückstand ist oder wie gut ich fortgeschritten bin, um mich dann dementsprechend zu verbessern. Und ich denke, ich konnte meine Lehren bis jetzt ziehen und werde es weiterhin tun. Und, damals warst du ja auch schon, sagen wir zumindest, auf dem Schirm für Kader, wenn ich das so richtig mitbekommen habe aus dem DRB. Was konntest du in der Zeit? Konntest du Ausbildung? Hast du damals, glaube ich, angefangen? Die Ausbildung? Konntest du da das abschließen? Ja, ja, war das wenigstens eine Gelegenheit, dass du jetzt ein bisschen freier noch im Kopf bist? Für? Genau. Ich kann mich als einer der Glücklichen schätzen, die während der Corona-Pandemie ihre großen Schritte gemacht haben. Ich habe Anfang der Pandemie mein Fachabitur absolviert. Die Abschlussprüfungen im Lockdown irgendwie geschafft, ja, weil die letzten Vorbereitungen, die wichtigen Vorbereitungsphasen waren im Online-Unterricht. Aber trotzdem habe ich das gut meistern können und dann die Ausbildung auch dementsprechend anfangen können bei der Sparkasse Mainz, die jetzige Rheinhessen-Sparkasse. Ja, und es hat dann gut gestartet. Trotz der Pandemie war es vielleicht ein bisschen besonders, ein bisschen anders, aber trotzdem läuft es bis jetzt nach Plan, kann man sagen, ja. Super, Glückwunsch dazu. Ja, danke schön. Tolle Sache. Dann kommen wir jetzt nochmal, Ernest, du hast ja nochmal vom Kampf genau gemerkt, wie es lief. Der rechte Arm hat er irgendwann im Griff gehabt von seinem Gegner. Ganz entscheidende Sache. Was war noch in dem Kampf interessant? Auf jeden Fall, man hat gesehen, dass Ashot ständig Druck gemacht hat und
ist auch sehr schnell aufgefallen, dass leider dem Maximilian die Luft zu früh ausgegangen ist. Der war zu früh aus der Puste und konnte dementsprechend die Angriffe nicht gut genug verteidigen. Er hat versucht, so viel wie möglich gegenzuhalten, aber das kostet dann noch mehr Luft. Und ich sag mal, ich wäre noch freudiger, wenn der Kampf ein bisschen länger wäre, damit man mehr zum Gucken hat. Aber innerhalb von den knapp weniger als 3 Minuten hat man auch genug gesehen. Auch die technisch gute Angriffe von Aschot. Und ja, aber trotzdem darf er und auch Maximilian auch jetzt dürfen nicht da stehen bleiben, wo sie sind, sondern weiter an sich arbeiten, an die anderen Fehlern, die man gemacht hat, und sich weiterhin zu verbessern. Gut getroffen? Ja, kann ich die letzten Aussagen kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Auch wenn ich jetzt gewonnen habe, da gibt es bestimmt einige Stellen, wo man vielleicht besser machen könnte. Und trotzdem auch die Angriffe, die ich gemacht habe, vielleicht beibehalten und die schlechten verbessern, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Auch meinen Gegner kann ich das empfehlen. Und ich muss aber auch sagen, dass mein Gegner auf der Matte auf jeden Fall gleichwertig angefühlt hat. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich einen gleichwertigen Gegner getroffen habe. Ich könnte halt die einigen Momente nutzen, wo ich dann seinen Fehler erkannt habe und dann hinten dran war und in der Bodenlage ein paar Techniken, also die Düschre einige Male durchgeführt habe. Und ich denke, das war dann ausschlaggebend und die letzte Beinangriff, die er vielleicht, weil es 20 Sekunden vor Kampfende waren, nicht erwartet hat, das konnte ich auch noch dann durchziehen und den Kampf vorzeitig beenden. Ansonsten, ich denke, wenn er an die Fehler arbeitet, wird es dann im nächsten Aufeinandertreffen vielleicht ein bisschen knapper. Auf jeden Fall. Sehr schön, sehr, sehr faire Worte auch zu deinem Gegner, ganz toll. Es gehören ja Nummer zwei dazu, dass man auch Spaß am Ringen hat. Es ist ja nicht nur so, dass man auf die Matte will und gewinnen, sondern man will ja auch seinen Sport betreiben. Das vergisst man ja sehr schnell. Dürfen wir schon mal, es fehlt noch ein Fitzelchen, um das Viertelfinale ganz sicher zu machen, aber wir gehen jetzt mal von aus. 88er steht im Viertelfinale. Köllerbach ist auch so gut wie durch, ohne dass wir jetzt ein Zwischenergebnis aus Köllerbach kennen. Hinkampf war noch deutlicher, 27-4 gegen Witten. Das ist ein ganz großer Rivale, der Mainzer. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, wo ich noch ganz neu in Deutschland war, das war 2014 oder 13, wenn ich mich nicht erinnere. 13, Deutsche Meisterschaft. 13, genau. Und ein Jahr davor war Mainz schon deutscher Meister und ich kam zum deutschen Meister. Zum ersten Mal, und das ist ja da auch zum ersten Mal die deutsche Bundesliga. Das war für mich was ganz Neues, Spektakuläres, was ganz Cooles. Ich habe die Lichter, die Atmosphäre gesehen, so viele Zuschauer. Und das hat mich schon mitgezogen. Und da war schon diese Rivalität zwischen Mainz und Köllerbach so etwas wie eine Tradition gewesen. Und ich habe den Kampf zwischen Mainz und Köllerbach, das ist Finalkampf, schon bestimmt ein paar Mal gesehen, also ganz oft gesehen. Und immer wieder, wenn ich das gucke, motiviert mich immer, obwohl ich gar nicht mal in Deutschland war überhaupt in dem Moment, an dem Tag. Aber und das, ich freue mich, wenn wir jetzt in der zweiten Halbzeit das zu Ende bringen können und dann nächste Woche dann auf Köllerbach treffen. Und dann bin ich aber auch ein Teil des Teams, ein Teil des Abends. Und eventuell werden dann wäre mein Traum, mein Wunsch, dass Jugendliche, die auch erstmal die Bundesliga nur zuschauen dürfen, auch mal eventuell mich in diese Mannschaft sehen und später auch. Ja, und auch sich motiviert fühlen. Ja, ja, ganz, ganz, ganz sehr, sehr schön ausgedrückt. Man muss zu deinem Hintergrund vielleicht kurz sagen, du stammst aus Armenien, einer Ringernation, was man gar nicht vergleichen kann mit dem Stellenwert des Rings in Deutschland. Ja. Ja. In Mainz ist der Stellenwert des Rings natürlich genauso hoch wie in Armenien, mindestens. Nein, im Scherz, auch in Nürnberg hoffen wir. Ja. In Mainz weisen auf jeden Fall. Ja. In unserer Halle auf jeden Fall. In der Heimstätte des AS Mainz 88 ist der Stellenwert hoch. Ja, du bringst so diese armenische Ringertradition ein bisschen mit ein und darüber reden wir mit Sicherheit gerne ein andermal nochmal weiter. Jawohl. Und wir danken dir einfach für ein wirklich sehr schönes Gespräch, auch ein bisschen Einblick in die Stimmung der Mannschaft. Ist gut die Stimmung in der Kabine? Auf jeden Fall, wir sind alle motiviert, auch Vorkampf. Jungs, man kann das Feuer in den Augen sehen. Alle sind motiviert und wollen Gas geben. Und ich denke, in der zweiten Hälfte werden wir auch einige spektakuläre Kämpfe erleben. Wir feuern uns gegenseitig an und es wird noch eine sehr spannende zweite Hälfte. Aber wie gesagt, hoffentlich kriegen wir das
gebacken und werden dann nächste Woche in der Viertelfinale starten. Prima. Genau. Vielen Dank. Dankeschön auch. Oder Ernest, wenn du noch eine Frage hast. Ja, so Frage direkt erstmal nicht. Vielleicht, wenn sich was ergibt, frage ich ihn persönlich und dann kann ich das auch so weiterleiten, damit es noch veröffentlicht wird, falls es veröffentlicht werden muss. Prima. Vielen Dank. Vielen Dank, Ashot Shabasyan. Toll, weiterhin viel Erfolg und nächste Woche schöne Kämpfe auf jeden Fall gegen Köllerbach. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, es sind noch einige Minuten. Ich vermute mal so, in Kürze wird der erste Gong ertönen, der die Zuschauer wieder von den Raucherecken vor der Halle wieder in die Halle lockt. Und dann geht es auch relativ zackig weiter. Also wird beim Ringen nicht mehr viel Federlesen gemacht. Dann stehen plötzlich zwei Ringer auf der Matte. In diesem Fall Ahmed Dudarov und Franco Besold. Und dann geht es weiter mit hoffentlich noch einigen schönen Kämpfen. Die Nürnberger wollen es natürlich weiterhin nicht unter Wert verkaufen. Also sie sind ja sehr motiviert in die Playoffs gegangen. Waren mit Sicherheit für sie bisher nicht die glücklichsten Playoffs. Ich sage mal, die Punkte, die... Da war der Gong, wenigen Minuten geht es weiter. Die Punkte waren eher immer, wenn es nochmal ein Punkt mehr oder weniger war, ging es dann immer zugunsten für die Mainzer aus. Ne? Also insgesamt, also wirklich für Nürnberger sehe ich kein ganz glücklicher Verlauf. Naja, die haben eine Top-Mannschaft erwischt, aber aus der Sicht der Mainzer kann man da sagen, dass die wahrscheinlich die stärksten Drittbestler erwischt haben, was auch unangenehm sein kann. Und die Mannschaft, die man letzte Woche gesehen hat, den Nürnberger auf Papier, das sah auch ganz unangenehm aus. Ja. In einigen glücklichen Momenten, wo man sagen kann, dass Mainz auch etwas Glück hatte, ja, daran hat es gelegen, dass man sich für diesen Abend eine sehr starke Ausgangssituation geschafft hat. Und ja, kann man jetzt nicht so viel mehr drüber sagen. Ja, wir haben jetzt noch kurz Zeit und hoffen, dass wir noch Dennis Menexe ganz kurz im Interview begrüßen dürfen, der sich bereit erklärt hat, aber ganz kurz noch in die Kabine musste und gleich hoffentlich noch bei uns ist. Hoffentlich noch vor Kampfbeginn, dann könnten wir da noch mal ein bisschen Einblick bekommen in diesen feurigen Kampf gegen Elchin Ali. Aber jetzt geht es leider doch schon direkt weiter, aber wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir Dennis Menexe noch unter. Wir wollen natürlich nichts von dem anstehenden Freistilkampf verpassen zwischen Ahmed Dudarov und Franco Besold. Also, als was auch zeitlich nicht schaffen sollte, obwohl da ist er. Ja, da dürfen wir noch Dennis Menexe kurz begrüßen. Danke, dass du dich noch kurz bereit erklärt hast. Wir haben einen tollen Kampf gesehen von dir, einen spannenden Kampf. Ein paar Nicklichkeiten dabei, gehört dazu, ist vergessen oder steckt da noch was drin? Ja, ich meine, wir sind Ringer und es kann auch mal hart werden, das weiß jeder. Gehört halt zum Ringkampfsport dazu. Die einzelnen Situationen sind vergessen, ja, aber ist halt ärgerlich, dass ich dann da den Kampf in der ersten Runde mich so beeinflussen lassen habe. Wenn ich von Anfang an so ding wie in der zweiten Runde, kann ich so einen Kampf dann auch gewinnen. Und ja,
ich ärgere mich über das Ergebnis am Ende. Ja, eine tolle Siegeserie ist damit leider geendet, aber du hast bis zuletzt um diesen Sieg, es war wirklich toll zu sehen, mit welchem Feuer da gekämpft wurde. Für euch war eigentlich relativ klar, ihr schafft das heute nicht mehr, die Wende zu schaffen. Aber ihr seid hier angetreten mit richtig Leidenschaft und Einsatz, wie sich gehört. War das für Nürnberg jetzt trotzdem ein Erfolg diese Saison? Auf jeden Fall. Ich meine, wir sind das zweite Mal in der gesamten Vereinsgeschichte in den Playoffs mit dabei. Das ist für uns das absolute Highlight. Und wir sind sehr froh, dass wir über die Hauptrunde so souverän uns dann dafür qualifizieren konnten. Und natürlich streben wir nach mehr. Wir wollen nächstes Jahr wieder in die Playoffs mit rein. Aber jetzt heißt es erstmal, die restlichen Kämpfe anschauen und gucken, wie der Kampfabend noch endet. Okay. Okay, auch persönlich, du greifst ja wieder richtig an, Nationalmannschaft, da große. Richtig. Viel Glück dabei, nach Dank. Ein bisschen Zeiten, wo ein bisschen vielleicht mal kürzer getreten bist, jetzt wieder voll dabei. Ja, genau, ich hatte aufgrund der Ausbildung nicht mehr die Möglichkeiten, so viel mitzumachen. Habe dann knapp 3 Jahre, 4 Jahre gar nicht auf großen Meisterschaften kämpfen können. Aber jetzt habe ich mit dem letzten Jahr dann wieder alles aufs Ringen ausgelegt, auch beruflich, und jetzt bin ich wieder voll mit dabei und versuche mich natürlich jetzt für die kommende Europameisterschaft zu qualifizieren. Okay, jetzt richten wir den Blick auf Freistil, auf Ahmed Dudarev, und Ernest darf wieder ans Mikro. Vielen Dank, Dennis Mennexe, für das spontane Schnellinterview. Danke auch. Viel Spaß noch. Dankeschön. Ja, das mussten wir nutzen, die Gelegenheit, dass wir auch einen tollen Nürnberger Ringer hier noch am Mikrofon begrüßen konnten. Bei Ahmed Dudarov haben wir jetzt erstmal die Minute des Abtastens. Jetzt geht es um Passivität. Franco Besold müsste jetzt punkten in den nächsten 30 Sekunden, um den ersten Punkt zu vermeiden für Ahmed Dudarov. Noch nicht, da er Entschuldigung. Die erste Passivitätsverwarnung bekommen hat. Im Freistil braucht er 2 dafür, um die 30 genau, Sekunden zu da war ich jetzt doch abgelenkt durch das Interview. Ja. Aber Ahmed Dudarov bereitet vor, kann man sagen. Ne? Das ist kein Abtasten, das ist jetzt Vorbereiten. Genau. Er ist in seiner Gewichtsklasse 86 Kilo, vergangene Woche gegen Johannes Meyer einen 12 Kilo schwereren Gegner gehabt, einen starken Gegner. Ja. Heute in seiner Gewichtsklasse klarer Favorit. Ja. Aber auch der klarer Favorit muss erstmal den richtigen Griff finden, um dann punkten zu können. Ja. Nummer 1 in Deutschland auf jeden Fall, Ahmed Dudarov, hat sich mit allen seinen Gegnern bestmöglich geschlagen, hat sich immer gut durchgesetzt, und bei jedem Kämpfer sieht man, was für ein Edeltechniker er ist. Er bewegt sich wie kein 86er sich normalerweise bewegt. Da ist der erste Punkt. 30 Sekunden haben für Franco Besold nicht gereicht, um einen Punkt zu erzielen. Ja. Na, aber jetzt. Ahmed Dudarov wartet man eigentlich trotzdem immer noch auf den großen internationalen Durchbruch. Da ist er immer knapp dran gescheitert, seinen Traum von Olympia zu erfüllen. Ja. Er hat das Zeug dazu. Auf jeden Fall. Aber natürlich viel internationale Konkurrenz. Da ist der zweite Punkt. Franco Besold musste mit dem Fuß aus der roten Zone heraustreten. Ja, noch 30 Sekunden in der ersten Halbzeit. Ja. Erwartest du jetzt noch einen Angriff von Ahmed Dudarov, oder verlegt er dann den nächsten Attacken in die zweite Halbzeit? Ich glaube, er in der zweiten Halbzeit, der sei denn, er sieht diese Millisekunde, wo er eine einfache Wertung erreichen kann. Und jetzt ein Beinangriff, der ist sehr schnell für, meiner Meinung nach, für einen 86 Kilo Mann ist er sehr schnell und sichert sich jetzt damit nochmal die 2 Punkte vor der Pause. Und eine Wertung von 4:0 Ja, das mit der Technik, erklärt das doch nochmal unseren Ringern. Das ist ja für den Laien nicht so einfach sehbar. Warum ist Ahmed Dudarov ein Techniker und warum ist er nicht das andere Modell, die Maschine? Was heißt das genau? Dieses geschmeidige, die Wucht des Gegners nutzen. Ja, man hat das auch schon in der letzten, am letzten Wochenende gesehen, wie schnell sein Armzug ging. Der Gegner hat versucht, ihn anzutasten, und während er das mit dem Antasten beschäftigt war, hat er den Armzug gezogen, also den Gegner über sich geworfen, wobei er den Arm gezogen hat. Er ist explosiv, macht die Techniken sehr geschmeidig und sehr schnell. Und er ist sehr beweglich für was. Also die 86 Kilo Gewichte, die sind so das Zwischending von den etwas leichteren und den schweren. Die sind noch nicht ganz schwierig, aber leicht sind sie auch nicht. Und so beweglich wie er ist,
sieht man 86 Kilo Kämpfer nicht so oft, muss man sagen. Ja, da war man diese Beweglichkeit abgetaucht an die Beine, den Gegner unter Kontrolle gehabt. Und er hat ganz tief bei den Fersen angegriffen, da hat der Angriff begonnen, hat bis zum Ende durchgesetzt. Was gut von Nürnberger war, dass er sich geschafft hat, in der Luft noch zu drehen. Wäre der auf dem Rücken gelandet, gingen 4 Punkte an Ahmed und nicht 2. Und vor allem die gefährliche Lage, dass man dann in der Gefahr ist, geschultert zu werden. Ganz richtig, ja. Ja, jetzt muss man schon sagen, Franco Besold wehrt sich schon tapfer. Man sieht, er wird müde, er stößt ja an seine Grenzen bei dem Gegner, aber er steht. Er steht und lässt sich nicht rumschieben. Ganz, auch hier sich ganz verteidigt starke Drehung. Hat sich einen Punkt erkämpft. Also er hat da tatsächlich Ahmed Dudarov gewissermaßen ins Leere laufen lassen, aus einer relativ gefährlichen Situation. Ist Dudarov zum Verlassen der Matte gebracht. Ja. Jetzt, ich weiß nicht, der gibt noch nicht die 2 Punkte. Ah ne, ich meine, Entschuldigung, nur 1 Punkt natürlich, der hat nur die Zone verlassen. Ja. Ich denke auch, dass Ahmed die Sache etwas lockerer angeht. Er braucht nichts zu riskieren. Er muss nicht bestimmte Anzahl von Punkten holen. Er muss natürlich gewinnen. Das ist natürlich seine Aufgabe. Erwartet er von sich selbst, ja, das ist klar. Ja. Und damit ist auch dann das Viertelfinale übrigens rechnerisch sicher. Wenn dieser Kampf nicht zugunsten der Nürnberger ausfällt, ist meines Erachtens durch. Ja. Ja, und da lassen schon die Kräfte nach, man. Das ist einfach nur so anstrengend, den ständigen Druck zu halten. Und dann sagt man sich, noch weniger als 1 Minute, aber diese Minute kann für Franco Besold sehr schmerzhaft werden, wenn Ahmed Dudarov jetzt durchzieht. Die Minute kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen, das kann ich Ihnen vergewissern. Aber was ich auch für gut halte, dass du darauf auch die Sache langsam angeht und er gibt auch in meiner Sicht die Möglichkeit, den Nürnberger auch eigene Technik versuchen anzusetzen, weil das wäre auch mehr Erfahrung für den jungen Mann in Bundesliga. Ja. Für Franco Besold geht es jetzt natürlich diese 6 Minuten zu überstehen. Ein Ehrenpunkt hat er schon sich gesichert. Falls er noch eine Wertung schaffen sollte innerhalb der nächsten 17 Sekunden, hat er sogar nur 2 Mannschaftspunkte abgegeben, womit bestimmt keiner gerechnet hatte. Bei Ahmed rechnet man jetzt in solchen Fällen meistens mindestens mit 3 Wertungen. Aber da gibt um die 3 Wertungen heute jetzt. 3 Punkte für Mainz, 16-4 steht es. Wir können dem ASV Mainz 88 zum Erreichen des Viertelfinales gratulieren. Rechnerisch ist jetzt keine Niederlage mehr mit 9 Punkten Differenz möglich. Auf jeden Fall hat sich Franco Besold jetzt in diesem Kampf durchsetzen können. Hat, wie du gesagt hast, seinen Ehrenpunkt geholt. Und das gegen einen topstarken Mann. Und jetzt dürfen wir uns auf eine Wiederholung des letzten Wochenendes freuen. Alexander Semisorov gegen Team Stadelmann. Genau, hatten wir schon angeführt. Vergangene Woche 15-1 für Alexander Semisorov. Ja. Da lief es sehr gut für ihn. Jetzt Team Stadelmann, ein ewiger Nürnberger. Ein Inventar sozusagen, einer, der immer dabei ist, der alles sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja. Eben einen Ringer, wie ihn die Teams brauchen. Ja, genau. Er kann sich wehren, er muss nicht gegen Top-Leute wie Semisorov mit 3-0, 4-0 untergehen, sondern kann knapper verlieren. Ist natürlich der Außenseiter, aber er ist jemand, der eben darin aufgeht, im Mannschaftsringen seinen Mann zu stehen und seinen Beitrag zu leisten. Auch dafür, dass die Nürnberger in die Playoffs kamen dieses Jahr. Ja. Und jetzt kämpft er gegen Alexander Semisorov in 71 Kilo Gewichtsklasse, was für ihn vielleicht etwas angenehmer
anfühlen kann. Und ja, ob was er haben sich eventuell bezüglich etwas eine Lehre gezogen hat aus dem letzten Wochenende, wird man noch sehen. Mhm. Weißt du noch, was die beiden vergangene Woche gewogen haben? Ich meine, beide so in dem Bereich 73, ne? Also jetzt auch nicht entscheidend an der 75, also sie fühlen sich beide mit dem Gewicht wohl, glaube ich. Ja. Jetzt gute Verteidigung auf jeden Fall von Tim. Oh, das ist spektakulär. Und dass er sich auf die zwei Arme so halten kann, während er der mit... Das ist eine 2, da die Knie des Gegners bzw. von Tim auf dem Boden waren und er und Alexander die Kontrolle hatte. Davor war es nur in der Luft, deswegen keine Wertung und Semisorov hatte nicht die komplette Kontrolle, aber solange die Beine auf dem Boden waren, hat er die Kontrolle und dementsprechend bekam er die 2 Wertungen. Hätte natürlich aber für den Nürnberger Kämpfer auch schlechter enden können. Ja, natürlich. Das war die Beinschraube, einer der tödlichsten Griffen, sage ich mal. Wenn der während einem Kampf ganz stark sitzt, kann der Kampf direkt beendet werden, weil... Ich sehe ihn nicht gerne, muss ich sagen. Ich denke da mal an meine Knie, aber Ringer haben nun mal auch andere Muskeln, andere Knie. Ja, aber glaub mir, die tun auch extrem weh. Wenn da jemand sehr gut dagegen hat, so wie gerade Tim gemacht hat, muss ich sagen, ich war ganz überrascht, dass er so lange ausgehalten hat. Da haben mir sogar die Waden schon wehgetan. Aber muss ich sagen, ganz stark durchgezogen und nur die 2 Punkte abgegeben. Boah, jetzt ganz starker Beinangriff. Holt der jetzt Wertung? Team Stahl verteidigt auch ganz stark. Immer noch keine 2 Wertungen, weil Semisorov nicht die Kontrolle hat. Ja. Und sehr spannend, das ist jetzt das, was man Ausringen nennt, richtig? Also genau. Tim Stadelmann hat auch noch einen Körperteil, das Bein von Alexander Semisorov. Ja. Und das ist jetzt unglaublich spannend, was daraus, da kann alles entstehen, richtig? Ja. Also natürlich Semisorov im Vorteil. Ja. Er hat natürlich aber noch keine Kontrolle. Das heißt, Stadelmann könnte auch, wenn Semisorov einen Fehler macht, dieser Aktion noch kontern. Aber er ist natürlich auch in der Gefahr. Das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich hätte statt Tim mich jetzt gedreht. Weil die 2 Punkte hat er schon abgegeben und er riskiert jetzt einen Schultersieg. Der guckt auf die Zeit, es sind noch 5 Sekunden. Ja, das ist spektakulär, das ist spektakuläres Ringen, wie sich Tim Stadelmann hier mit Blick auf die Zeit rettet. Du hast das sehr gut beobachtet im Blickfeld von Tim Stadelmann. Ich habe die Zeit nicht beobachtet und deswegen war ich überrascht, dass er so lange die Position so lange gehalten hat. Aber das war auf jeden Fall ziemlich schlau von ihm, weil wenn er sich auf den Bauch gedreht hätte, gäbe er Möglichkeit, Semisorov sich zu drehen und weitere Punkte zu erlangen. Und Semisorov, wenn er anpackt, ich habe den, wenn ich ihn beim Training beobachte, seine Griffe sind so stark. Wen hat das jetzt mehr Substanz gekostet? Stadelmann in der Verteidigung oder Semisorov, der gedrückt hat auf den Schultern? Stadelmann, definitiv Stadelmann. Ja. Der Bauch brennt, die Bauchmuskulatur. Ja. Ja. Man hat auch gesehen, dass... hier bekommt Stahlmann ein paar Sekunden mehr, weil bei... Ja, Semisorov ist nicht komplett getrocknet. Ja, er hat dann auch Schweiß und dementsprechend nicht sehr rutschiger. Man muss abgetrocknet werden, einfach weil das dann auch ein Nachteil wäre. Wenn du ölig bist, dann kann der Gegner natürlich schlechter greifen. Eine trockene Haut hat man die Chance, den Arm zu packen. Ja. Faire Geste, wie immer zum Wiederkampfbeginn. Kurzer Handschlag, das gehört beim Ring auch dazu. Man kämpft gegeneinander, aber eben auch irgendwo miteinander, richtig? Richtig, ja. Man will sich beweisen, man will den Fans was zum Zeigen leisten. Und das geht nicht, wenn man die Griffe nicht durchsetzen kann. Das ist jetzt auch Auskämpfen zum höchsten Niveau. Jetzt, das verteidigt jetzt der Tim sehr stark. Genau das war, genau mit dem Technik hat Alexander letztes Wochenende öfters die 2 Punkte erlangt, wo er den Gegner sozusagen auf die 4 Beine hatte und dabei ein Bein komplett weggezogen hat mit seinen Beinen und ihn auf den Bauch bekommen hat. Daran hat anscheinend Tim dieses Wochenende hat sich darauf vorbereitet.
und verteidigt die viel besser. Ja, 6:0 steht es trotzdem für Alexander Semisorov, aber man sieht, wie Tim Stadelmann die Dinge ausringt. Er, ja. Selbst in der Bedrängnis hat er sich seine Chance geholt und hat jetzt ja eine gute Position. Jetzt werden die beiden Kämpfer nach oben gebeten, aber wirklich ganz, ganz, ganz tolle Situationen, wie sich Tim Stadelmann gegen den natürlich etwas flinkeren Alexander Semisorov immer wieder aus bedrohlichen Situationen rettet. Ja. Und auch nicht chancenlos ist, hier in dem Kampf noch eine Wende zu geben. Ja. In meinen Augen ist er definitiv besser am Kämpfen als letztes Wochenende. Er verteidigt viel besser, er hat sich die Fehler gut gemerkt von letzten Wochenende und er lässt die in meinen Augen nicht mehr zu. Genau, das, was er sich vorgenommen haben wird, einfach, wenn man die Chance hat, nochmal gegen denselben Gegner zu kämpfen, auf jeden Fall besser auszusehen. Ja. Natürlich würde er am liebsten gerne gewinnen. Das würde er definitiv, glaube ich. Aber, aber schon jetzt würde ich sagen, ein Achtungserfolg. Ja. Jetzt haben wir wieder die Passivitätszeit, beziehungsweise die Aktivitätszeit. In 30 genau, Sekunden muss ein Punkt erzielt werden, sonst gibt es den nächsten Punkt für Alexander Semisorov. Jetzt hat er noch eine Minute Zeit, vielleicht etwas noch reißen zu können. Aber jetzt in der letzten Minute sind die meisten Ringer, egal wie trainiert, die sind schon mit nach so vielen Bewegungen wie in diesem Kampf, die sind ziemlich nah am Ende. Ja. Alexander Semisorov versucht ja eben nochmal zu tänzeln, wie einst Muhammad Ali, der heute 80 Jahre alt würde, wenn ich mich recht entsinne, oder heute Nacht. Ja. Aber das ist natürlich, auch er ist müde, das ist ganz klar. Aber er punktet noch einmal, sorgt also für den 3-Punkte-Mannschaftssieg mit 9:0. Und genau er kämpft aber bis zur letzten Sekunde, also das ist toll. Also jetzt ist ja klar, er hat eigentlich sein Ziel erreicht, aber er will den Zuschauern hier etwas zeigen, auch Ihnen bei uns hier am Livestream. 9 mit derselben Technik, die er gerade angesetzt hatte, hat er letzte Woche mehrmals Punkte erzielt können. Ja. Und also, für heute hat, ich denke, die Zeit hat nicht gereicht. Aber trotzdem gute Leistung von beiden Ringern. Man hat direkte Verbesserung von Tim gesehen. Er hat sich viel besser geschlagen als letztes Wochenende. Ja. Definitiv große Anerkennung auch für Tim Stadelmann. Ja. Zweimal für ihn natürlich schwere Aufgaben, aber ja, so wie man aus Nürnberg hört, der Mann, der eben für die Mannschaft sich einsetzt, und das hat er heute auch getan, selbst in einer Situation, wo es ja de facto für Nürnberg nicht mehr ums Weiterkommen geht, aber das sind alles Leistungssportler, die auch eine Verpflichtung haben den Zuschauern gegenüber und auch etwas zeigen wollen, und das haben sie gezeigt. Ja, definitiv. So, jetzt sind wir bei Mateusz Wolny. Polnische Wurzeln, Vater Weltmeister gewesen. Ja. Ein sehr erfahrener Bundesliga-Ringer. Also in Mainz ist er ganz frisch. Genau, aber er hat viele Jahre in verschiedenen Vereinen der Bundesliga gerungen. Ja. Witten auf jeden Fall. Ist ein Mann, der in den Playoffs eben, weil er auch eine deutsche Staatsbürgerschaft hat, mit einem Punkt ein sehr, sehr, sehr wichtiger Mann werden kann. Ja. Er erfüllt also die deutschen Quote. Also nach einem Jahr, also beziehungsweise ab der nächsten Saison ist er ein Punkt, weil gerade ist er noch 2 Punkte. Ja, richtig, 2 Punkte derzeit, hast recht, ja. Ja, und auf jeden Fall einen so einen starken Mann mit eine Mannschaftswertung zu haben, das ist echt Gold wert. Ja. Also die Erfolge in den Playoffs, vielleicht können wir ja gerade einmal, während wir haben Greco jetzt die erste Minute, klassischerweise die ersten anderthalb Minuten geht es darum, wer muss auf dem Boden, ein Abnutzungskampf erstmal geschieht, können wir dann darauf sprechen. In den Playoffs ist natürlich ganz, ganz entscheidend auch eben diese Quotenregelung. Die Punkteregelung haben wir angesprochen, 28 Punkte, da kommen wir jetzt nicht mehr ins Detail drauf zurück, aber natürlich müssen erstmal auch 6 Deutsche auf die Matte, beziehungsweise Kämpfer mit deutschem Status. Und da ist eben ein Mateusz Wolny, ein deutscher Staatsbürger, der international wettbewerbsfähig ist, natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll, wie auch ein Ahmed Dudarov, die eben dann auch gegen internationale Gegner, von denen man maximal 4 im Kader haben darf, die dann nicht untergehen oder auch eine Chance haben, aber einen Punkt, das sind die ganz, ganz wertvollen Kämpfer, gerade in den Playoffs. Von daher wird da auch David Bacinaschwili natürlich genau hinschauen, auf welche Leute er für die nächsten Wochen setzen kann. Genau. Hast du alles sehr gut auf den Punkt gebracht.
kann ich kaum was dazu hinzufügen. Was man jetzt im Kampf gesehen hat, beide Kämpfer haben sich viel geschoben. Beide waren in meinen Augen aktiv, aber nach einer Minute war Mateusz Wolny etwas aktiver, hat die Schritte vorwärts gemacht und damit auch den Gegner zur Passivität erzwungen. Und jetzt in der Bodenlage noch mit weiteren zwei Drehungen 4 Punkte bekommen. Genau, wir sind bei 5:0 für Mateusz Wolny. Ja. Ja, ich denke, er wird sich auf jeden Fall als Ziel gesetzt haben, 3 Mannschaftspunkte beizusteuern. Ja. Seinem Trainer zu zeigen, hier, ich bin da, auch für die nächsten Wochen. Oh, ein Versuch. Das sieht man selten noch in der letzten Minute der Halbzeit, weil jetzt, wie gesagt, der Gegner auch verschwitzt ist. Ja, das ist Ansatz schwieriger ist für einen Durchzieher. Genau, weil der Griff einfach viel zu schwach. Ja. Man kann sehr leicht ausrutschen. Aber wenn man das packt, das ist schwierig nach mehreren Minuten, weil beide schwitzen bis zum geht nicht mehr. Da haben wir auch gesehen, jetzt hätte natürlich Michael Lutz quasi Kontrolle bekommen über Mateusz Wolny, aber weil Wolny das Risiko eingeht seines Angriffes, ist er sozusagen geschützt vor einem Angriffsgegner. Deswegen der Schiedsrichter direkt unterbrochen. Ja. Das Risiko wird wieder belohnt im Krikow seit einigen Jahren, wenn man einen Griffansatz wie eben den Armzieher ansetzt, er misslingt, dann ist man sozusagen vor dem Gegenangriff des Gegners geschützt. Aber man muss auch, was ich dazu noch sagen kann, falls der Gegner es schaffen sollte, den anderen noch in der Luft abfangen zu können, was auch extrem schwierig sein kann, da hätte er dann die Punkte bekommen, die er für die ganz normale Bodenlageführung erzielen können. Okay. Das sind die Feinheiten, die dann wirklich Ringerexperten sehen, der Kampfrichter natürlich sehen muss. Ja. Ja, Mateusz Wolny kommt auch wieder auf die Matte zurück. Beide Kämpfer übrigens sehr nah am 80-Kilo-Limit, also wiegen beide knapp 79,7 und 90,8. Daher gleichwertig. Man kann jetzt sehen, dass der Michael was vorgenommen hat für die zweite Runde. Ja. Er marschiert nach vorne und versucht, den Gegner zu kontrollieren. Genau, es geht jetzt wieder darum, dem Schiedsrichter zu signalisieren, ich bin der Aktive, ich kriege die Boden, muss nicht in die Bodenlage, sondern mein Gegner muss in die Bodenlage, dann hätte Michael Lutz nämlich die Chance zu punkten. Ja, jetzt kommt der Arm für Mateusz Wolny. Die Verwarnung nachvollziehen, weil normalerweise es ist oft so, dass die Schiedsrichter, wenn die Kämpfer an sich ziemlich gleich viel Druck aufbauen, es kommt oft vor, dass die Schiedsrichter in der ersten Hälfte den einen Kämpfer auf die Bodenlage schicken und der zweiten Hälfte den anderen. Und das war auch für mich 1:1 der Fall. In der ersten Runde waren für mich beide am Anfang ziemlich gleich, doch dann Mateusz hat mehr draufgesetzt. Hat den Gegner in die Bodenlage erzwungen und jetzt war das einfach spiegelverkehrtes Bild. Ja. Michael Lutz versucht den Ausheber. Das ist jetzt ganz schwierig. Er will mehr Punkte. Ja, er will nicht den Durchdreher, er will den Ausheber, der 4 Punkte bringen kann. Aber in der zweiten Runde ist es noch schwieriger. Gelingt ihm jetzt nicht. Mateusz Wolny hat sich gut verteidigt am Boden, hat sich breit gemacht, schwer gemacht. Guter Ansatz von Michael. Ja, er ist aktiv, er versucht Dinge. Das gefällt mir sehr gut. Er versucht neue Dinge, er versucht ihn ins Leere laufen, sondern er versucht, um ihn herumzukommen. Ja. Falls es noch eine weitere Passivität geben sollte im Kampf, dann gibt es keine Einpunktwertung für den Kämpfer, weil es schon 3 Passivitätsverwarnungen gab. Aber der Passivere wird in die Bodenlage geschickt, damit noch weitere Punkte erreicht werden können. Ja. Und man merkt auch an Michaels Schritten, an seinem jetzigen Körperhaltung. Man merkt, dass er müde wirkt und es wirkt für ihn, die nächsten 1 Minute und 15 Sekunden werden die Hölle sein. Mateusz Wolny lauert natürlich genau jetzt darauf, dass er den Griff bekommt. Ja. Er versucht den Durchdreher oder nein, er versucht auch auszuheben. Er geht auf den Aufheber, aber ich glaube, der wird die Drehung durchziehen können. Ja, ganz stark. Gelingt ihm sein Vorhaben. Hat ganz viel Druck nach vorne aufgebaut und damit den Gegner damit gezwungen, auch sich ziemlich... Erklär das nochmal, Druck nach vorne aufbauen, was heißt das? Also jetzt, man hat gesehen, dass Mateusz, man hat von der Seite gedacht, jetzt kommt der Dreher.
Er hat viel Druck aufgebaut auf eine Seite, damit er die andere Seite lockerer hat. Und der Michael viel Wert an seine vordere Verteidigung, sag ich mal, viel Gewicht nach vorne gesetzt hat, konnte der dann mit einer schnellen Bewegung nach hinten aufgehoben werden. Also auch wieder gewissermaßen die Dynamik des Gegners genutzt. Ja, ja, genau, ganz genau. Das ist die Kunst beim Ringen. Man hebt keine 80 Kilo so einfach durch die Gegend, sondern man muss den Gegner dazu bringen, dass er quasi unwillentlich mithilft. Kann man das so ausdrücken? Ab und zu schon, aber es gibt auch genug Kämpfer, die einfach rein aus eigener Kraft die volle Gewicht des Gegners aufheben. Und man sieht, Matthäus feiert seinen Sieg mit dem Kuss des Mainzer Wappens. Der ist ganz frisch im Verein, aber er fühlt sich wie zu Hause, er fühlt sich sehr willkommen und er liebt die Mannschaft jetzt schon. Und das mag ich an den Typen auch. Ja, ich glaube, der Kampf lief für ihn so, wie er ihn sich vorgestellt hat. Wie bitte? Der Kampf lief für ihn so, wie er es vorgestellt hat. In der Dimension 3 Punkte erzielen gegen einen guten, wehrhaften Gegner, Michael Lutz, der es ihm nicht zu einfach gemacht hat, der sehr gut dagegen gehalten hat. Und da sehen wir die Freude von Matthäus Wolny. Ja. Ich habe jetzt auch erwartet, dass noch ein Handstand-Überschlag kommt, weil das können ja auch alle Ringer. Ja. Ringer sind unglaublich gute Turner, eine unfassbare Motorik, die diese Athleten haben. Die letzten Siege hat er immer mit einem Rückwärtssalto gefeiert. Den habe ich jetzt erwartet. Den habe ich auch jetzt erhofft, weil das sieht auch sehr ästhetisch aus und sehr schön aus. Den hat er sich jetzt gerade gespart. Aber jetzt nach 6 Minuten kann man das ihm nicht übel nehmen. Das ist richtig. Ein interessanter Mann jetzt, Rula Gürler, schon einige Jahre bei den 88ern in der 75 Kilo Greco-Klasse unterwegs. Gehört auch zu den Top 5, 6 Kämpfern dieser Gewichtsklasse in Deutschland. Ja. Und ebenfalls dank seiner deutschen Staatsbürgerschaft ein sehr, sehr wertvoller Mann für die Mainzer in Playoffs mit einem Punkt. Mainzer haben natürlich eine sehr starke Alternative in 75 Greco. Ja, natürlich, nämlich den Türken Ahmet Yilmaz. Genau. Der diese Woche nicht antreten kann, darf. Aber. Aber da haben wir es ja eben. Ahmet Yilmaz 5 Punkte, Rula Gürler 1 Punkt. Und da fängt der Aufstellungspoker dann im Ringen an. Genau. Wen bringt man? Denjenigen, die deutschen Quote erfüllen hilft und nur 1 Punkt kostet? Oder eben den etwas stärkeren, international erfahren Ahmet Yilmaz. Da wird es im Ringen halt spannend. Das sieht man dann nächsten Samstag, wird man das dann sehen. 75 Kilo ist eine Klasse, die in beiden Kämpfen immer auf der Matte steht. Das ist die Besonderheit dieser Gewichtsklasse. Ja. Und mit in Freistil wie in Greco, das ist dann die mittlere, die gewissermaßen die Königsklasse des Ringens, weil das sich ungefähr dem Normalgewicht in der Bevölkerung, zumindest in der athletisch trainierten Bevölkerung, anpasst. 75 Kilo dürften die allermeisten Ringer sein. Ja. Und also jetzt haben wir einen ziemlich guten Kampf. Der Michael Janot, ich sehe gerade, dass er 2002er Jahrgang ist. Sehr junger Kerl, ja. Ein sehr junger Kerl und hält gegen den erfahrenen deutschen Kämpfer sehr stark gegen. Hat jetzt Rula dazu gebracht, dass er 1,5 Minuten braucht, um den Gegner in die Bodenlage zu schicken. Und jetzt versucht Rula einen verkehrten Ausheber. Genau, ist seine Spezialität, glaube ich, ne? Das macht er sehr gerne. Ja, das macht er sehr gerne, sieht man sehr oft. Und das gelingt ihm auch jetzt ziemlich gut. Und er holt für sich die 4 Punkte, wenn ich richtig gesehen habe. Sieht spektakulär aus, diese Technik, finde ich immer wieder. Dieser umgekehrte Ausheber. Ich glaube, geprägt international vom allergrößten Ringer Alexander Karelin, wenn ich mich recht entsinne, der auch seine Gegner so regelmäßig ausgehoben hat. Ja, und aber im Vergleich zu den jetzigen Alexander Karelin wog viel, viel mehr. Allerdings. Und bei verkehrten Ausheber, was wichtig ist, da ist, muss man sagen, sehr wenig Momentum. Da ist fast nur reine Körper mit eigener Kraft, den Gegner einfach hochzuheben. Und das ist extrem kraftaufwendig. Zeigt, dass Rula Gürler sich was zutraut, muss man ganz klar sagen.
6:0 führt er jetzt, nachdem er eben noch Michael Janot zum Verlassen der Kampfzone gezwungen hat, sozusagen. Jetzt. Ja. Jetzt starke Technik. Ich bin mir nicht sicher, ob da Beinarbeit im Spiel war. Aus meiner Perspektive war es schwer zu erkennen. Aber ich denke, dass Schiedsrichter nah genug steht, um die Beinarbeit zu erkennen. Ja. Falls, wenn so ein erfahrener Kampfrichter ist das immer, nicht gibt. Ist ja ein gewisser Größenunterschied hier auch. Oftmals schwer dann, ne? Weil Jola Göhl natürlich sozusagen nicht in Hüfthöhe auf seinen Gegner trifft, sondern in Oberschenkelhöhe. Ja. Das macht die Grauzonen dann ein bisschen schwieriger. Ne? Es ist eine klasse Leistung in der ersten Halbzeit. Ja. 9:0. Ich muss sagen, sehr stark, dass der junge Mann bis zur Hälfte es gebracht hat. Mhm. Und Größenunterschied spielt oft eine entscheidende Rolle. Und ich finde es immer unangenehm, mit den Gegnern zu kämpfen, die sehr lange Arme haben. Ja. Vor allem in dem griechisch-römischen Stil, wo die Bodenlage viel mehr im Vordergrund steht. Und man kann sich mit den langen Armen viel besser verteidigen. Ja. Und da ist echt sehr unangenehm. Da hat meiner Meinung nach diesen Vorteil eher der Michael Janot. Aber 19:0. Da spielt er die Erfahrung mehr in den Karten von Rula. Aber ganz stark, dass Michael so stark dagegen hält. Ich kann mir sogar vorstellen, dass falls er jetzt schafft, Rula ein bisschen zu bewegen, sogar die Passivität für ihn angezeigt wird. Aber Rula ist dafür jetzt gerade zu gut in Form. Da geht die Hand vom... Ja, jetzt war auch ein weiterer eigener Griff, nennt man das. Wenn der Gegner versucht, wie du schon vorhin erklärt hast, den geht das Risiko ein, den Gegner zu werfen und Punkt zu machen. Hat nicht geklappt und dafür wurde er belohnt und wieder in Standkraft geschickt. Ja, aber Rula Göhler ist sehr aktiv, versucht sehr viele unterschiedliche Dinge. Das finde ich sehr interessant. Verlässt sich nicht auf eine Technik, auf eine Strategie, sondern sehe ich das richtig, dass er sehr vielseitig versucht zu agieren. Ja, der geht unter die Arme, also er zieht auf, er arbeitet mit den Kopfhammern. Ja. Also das ist vor allem, wenn man so viele Versuche hintereinander zeigt, dann braucht der Schiedsrichter nicht lange, um Passivität für den Gegner zu geben. Ja, wir haben noch 2 Minuten Kampfzeit, das steht 11:0 für Rula Göhler, ist natürlich auf dem besten Wege zu einem technisch überlegenen Sieg, auch wenn ihm hier jetzt etwas die Kraft ausgeht, da gibt er den Versuch im Boden doch recht früh auf. Ja. Da war etwas, was ich vorhin auch erwähnt habe. Während er den Wurf versucht hat, also der Michael, in der Luft hatte Rula schon ihn fest. Deshalb wurde der Kampf im Boden weitergesetzt. Und Rula hat sich hier den Schulter holen können. Michael Janot nimmt das Risiko. Das Risiko wird nicht belohnt, sondern in diesem Fall bestraft von einem sehr aufmerksamen Rula Göhler. Ja. Aber ich muss sagen, ich schätze das, weil man sieht auch nochmal, der Typ merkt, dass er hat nichts zu verlieren und warum muss er den Wurf nicht riskieren. Natürlich, wenn er nicht klappt, natürlich. Er hat verloren, er ist auch sowieso, lag ziemlich weit hinten und hatte wenig Chancen gegen Rula. Und falls der Griff ginge, hätte er einen persönlichen Fortschritt bestimmt erzielt. Natürlich. Wir haben vorhin ja drüber gesprochen. Man sagt so schnell, da wird einer geopfert. Aber ich muss sagen, in dem Fall glaube, dass Michael Janot sehr, sehr viel aus dem Kampf mitnimmt. Er hat das Gefühl, dass er mit einem Kämpfer Rula Göhler mitkämpfen kann, auch wenn er ihn natürlich ausgerungen hat, geschultert hat. Aber ich schaue nochmal so rüber. Michael Janot steht da, ist natürlich erschöpft, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett von sich enttäuscht sein muss. Nein, auf keinen Fall. In meinen Augen kann er stolz auf sich sein. Der hat wirklich gut gekämpft. Und gegen so einen klasse Mann wie Rula hat er sich sehr gut geschlagen. Jetzt sehen wir zwei sehr technisch starke Kämpfer. Igor Čaković und Tim Müller.
Ja, ist der letzte Kampf des Abends. Leider, wir sehen, der letzte Kampf ja, leider, muss man auch sagen, jetzt kommt man dann richtig in die Laune. Auch wenn alles an sich schon entschieden ist, aber jetzt kommt eben ein zweifacher deutscher Meister mit Tim Müller. Ehemals hier in Mainz aktiv, sehr beliebt bei den Zuschauern für seine leidenschaftliche Kampfführung gegen einen ebenso leidenschaftlichen Kämpfer, Ibro Čaković, der jetzt in arger Bedrängnis ist. Tim Müller hat die Kontrolle, führt 4-1, hat den frühen, schnellen Rückstand wettgemacht. Ja. Man sieht, dass die beiden echt ziemlich gute Kämpfer sind. Es geht erstmal in eine Richtung und dann ganz schnell dreht es sich in die andere. Ja. Ibro Čaković, nochmal zur Erinnerung, letzte Woche der Mann des Tages durch seinen Überraschungssieg gegen István Levaj. Stilart fremd in Trikot. Ganz überragender Schultersieg. Ja. Und heute in seiner Gewichtsklasse, in seiner Stilart gegen einen gleichwertigen Gegner. Da werden wir, glaube ich, noch einige schöne Minuten erleben. Oh, das war jetzt sehr stark von Tim Müller. Und er hat auch den Arm gesichert. Ja. Ja. Wenn er ihn nach innen... Ja, Tim Müller ist in herausragender Form, muss man sagen. Wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Zweier er gegeben hat. Das war für mich auch leider zu schnell. 12-1 steht es. Laut Wertungstafel müssten 3 Durchdreher oder 4 sogar gewesen sein. Ein Takedown und 3 Dreher waren es, glaube ich. In einer unglaublichen Explosivität, Dynamik von Tim Müller. Ja. Er hat, was sehr schwer ist, den Takedown mit dem Dreher kombiniert. Und während die beiden in der Luft auf dem Boden, auf dem Weg zum Boden waren, hat er ihn noch direkt gedreht und damit gleich 2x2 Punkte geholt. Mit großem Körpergefühl, toller Motorik natürlich. Die Dynamik dieses Sturzes sozusagen beider genutzt, den Schwung mitgenommen. Richtig erklärt, wieder sind wir bei der großen Kunst des Ringens, eben dann auch Kräfte zu nutzen, die nicht nur man selbst erzeugt, sondern die in der Dynamik der Situation drinstecken. Oh, jetzt steht es schon 14-1. Noch nach einer Drehung ist der Kampf Das wäre echt schade. Ich würde da gerne noch eine zweite Hälfte sehen, muss ich sagen. Und da ich traue eigentlich auch Ibro Čaković zu, ein wenig noch zurückzukommen. Aber muss er jetzt diese 30 Sekunden überstehen. Jetzt vor der Pause wird er nicht mehr punkten. Da ich muss denke, er das erstmal verarbeiten. Für die Punkte gehen wird, was er jetzt auch macht. Noch 20 Sekunden muss Ibro gegenhalten. Aber gegen so einen starken Tim Müller, der aktuell auch in Topform ist, wird das sehr schwierig sein. Ja, er setzt ein letztes Zeichen für die Nürnberger, was Tim Müller hier macht. Er will natürlich, die Nürnberger verabschieden sich mit erhobenem Kopf, erhobenem Haupt aus diesem Achtelfinale. Ja. Aber wir haben jetzt gleich nochmal, hören wir einen Gong. Ja, schön, es gibt nochmal eine zweite Halbzeit. Das ist toll, gibt uns nochmal die Gelegenheit zu sagen, also Nürnberg hat den Kampf begonnen mit einem Sieg von Ibrahim Nuholaev. Seitdem haben sie 8 Kämpfe verloren, auch wenn sie, wie gesagt, mit erhobenem Haupt hier meines Erachtens aus der Halle gehen dürfen nachher. Und dieses Zeichen ist, glaube ich, deswegen Tim Müller sehr wichtig, zu sagen, den Abschluss, den gewinnen wir hier, den gewinne ich, um auch den Nürnberger nochmal dieses Ehren... Die zweite Hälfte, das länger dauern wird, weil es sieht sehr eng aus. Ja, Čaković muss jetzt punkten, damit er ein bisschen Luft bekommt, damit er von dieser 15-Punkte-Rückstand-Regelung nicht gefährdet ist. Eine Zweierwertung für Tim reicht aus für den frühzeitigen für das Kampfende. Oh, das ist was ganz sehr Unangenehmes. In der Flucht Fuß abbekommen? Nein, nicht Fuß, sondern es waren beide Köpfe. Oh. Und das tut es noch mehr weh. Okay, konnte natürlich keiner was dafür? Nein, natürlich nicht, weil wenn einer schnellen Angriff ansetzen will und der andere genauso schnell verteidigt. Das kommt auch oft vor und das ist sehr unangenehm. Muss man einfach damit weitermachen. Siehst du denn Ansätze, dass Čaković Glück haben könnte, dass Tim Müller etwas müde wird? Ich sehe sie noch nicht. Nein, also dass Tim müde wird, sehe ich noch nicht. Ja. Er hat, also Ibro ist letzte Woche mit denselben Aktionen gelungen, István müde zu kriegen, schafft jetzt aber bei Tim Müller nicht. Wird auch angezeigt, dass er aktiver kämpfen soll, was in meinen Augen nicht falsch ist. In 30 Sekunden wäre der nächste Punkt fällig für Tim Müller, wenn das war noch die
Das war die erste Passivität, so wie ich Ja, ich war wieder eins zu weit. Vollkommen richtig ernst. Aber wenn es in der Natur weitergeht, dauert es nicht lange für zweite Passivität. Da haben wir es. Eine tolle letzte Aktion. Ja, und das war Tim Müller. Zu Ende. 4 Punkte noch einmal. Ein sehr, sehr überzeugender Vorsprung von Tim Müller im Hin- wie im Rückkampf. Ja, die Nürnberger haben mit einem Sieg begonnen, mit einem Sieg geendet. Das macht es für Sie persönlicher, hoffe ich, das Ausscheiden. Ja. Aber wie gesagt, wir betonen das nochmal mit erhobenem Haupt. Ibro Čaković war letzte Woche der Held. Er muss heute sicherlich über eine für ihn unerwartet deutliche Niederlage verarbeiten. Ja. Man hat gesehen, die könnten sich, ich bin mir sicher, die könnten nicht so aufstellen, wie sie es sich erwünscht haben. Und ja, aber es war trotzdem ein ziemlich cooler und starker Kampfabend. Ja, wir lassen ganz kurz nochmal das Wort für Ferhat Epic, wenn er die Mannschaft verabschiedet. Und dann dürfen wir gleich noch hier Baris Balan im Interview erwarten, den Vorsitzenden des ASV Mainz 88. Und auch noch einen Nürnberger Gast, um einfach nochmal diesen Kampf nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, dass Sie auch noch ein bisschen Interesse haben, noch ein bisschen was über den Kampf zu erfahren. Vielleicht auch gerade mit den Mainzern, da ist immer der Blick voraus. Die Nürnberger werden jetzt erstmal die Niederlage verarbeiten, dann sich neu sortieren für die kommende Saison. Sie werden hoffentlich das Erreichen der Playoffs auch als Erfolg für sich verbuchen können, der ihnen dann Mut macht, für die kommende Saison vielleicht ein Schrittchen weiterzukommen. Die Mainzer, Stammgast im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft, sind im Grunde seit 2011 jedes Jahr im Halbfinale gewesen, mit einer Ausnahme. Ob sie es dieses Jahr auch schaffen können, wird man dann in den nächsten beiden Wochen sehen. Es geht ja im Playoff in tollem Rhythmus weiter. Ja. Jetzt im Zweifelsfall gegen Köllerbach, gegen den Erzrivalen in 2 Kämpfen. Vermutlich beide leider nicht vor vollen Hallen. Das ist schade. Ja, das ist sehr schade.